In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man in OneNote ein neues Notizbuch anlegt. Dazu klickt man ganz einfach oben in der Menüleiste auf Datei und wählt dann links Neu aus. Jetzt stehen einem drei verschiedene Speicherorte zur Verfügung. Die erste Möglichkeit ist, das Notizbuch lokal auf der Festplatte Ihres PCs zu speichern. Das ist immer dann die richtige Option, wenn nur Sie alleine und nur von diesem Gerät aus auf die Notizen zugreifen möchten. Der einzige Nachteil dabei ist, dass die lokale Festplatte nicht automatisch gesichert wird. Möglichkeit 2 ist, das Notizbuch auf einem gemeinsamen Laufwerk, wie man es in den meisten Firmen hat, abzuspeichern. Das ist immer dann der richtige Speicherort, wenn man zum Beispiel gemeinsam mit Kollegen ein Notizbuch bearbeiten möchte. Außerdem hat man den Vorteil, dass ein Firmenlaufwerk in der Regel automatisch durch den Administrator gesichert wird. Möglichkeit 3 ist, das Notizbuch auf OneDrive zu speichern. OneDrive ist die Cloud von Microsoft. Das ist immer dann der richtige Speicherort, wenn man A. von mehreren Geräten, zum Beispiel Tablets, Smartphones oder auch von jedem internetfähigen Gerät dieser Erde über den Browser auf die Notizen zugreifen möchte und B. das Notizbuch gemeinsam mit Personen bearbeiten möchte, die nicht Zugriff auf ein gemeinsames Laufwerk haben. Legen wir mal ganz praktisch ein neues Notizbuch an. Ich wähle jetzt für das Beispiel die lokale Festplatte meines PCs. Dazu gebe ich einen Namen ein. Kann mir hier über diesen Link den Speicherordner auswählen, in diesem Fall den Desktop. Und schon erstellt mir OneNote mein neues Notizbuch.